Heute zeige ich dir mal ein Schuhregal für den Bulli. Hallo, ich bin Susanne von Kreativdesign LKS. Gefällt dir das Video, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Abonniere meinen Kanal doch direkt hier unter dem Video und jetzt viel Spaß. Ich habe mir endlich einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Ich habe jetzt den California Beach von Volkswagen und der hat zwar ganz viel Platz, aber wenig Stauraum und das wird heute geändert. Ja, was gibt es bei mir als erstes? Natürlich ein Schuhregal. Das hier ist von Grüntal Mobil Camping und ist ein ziemlich stabiles Schuhregal. Das ist aus Aluminium, pulverbeschichtet, fässt sich auch gut an, hat viel Platz und hier vorne extra nochmal so ein Gummi, damit das Ganze auch nicht so einfach rausrutschen kann. Und das installieren wir heute. Und als Zubehör habe ich mir hier noch eine Tischplatte dazu besorgt. Die zeige ich dir nachher noch genauer. Das muss natürlich ein bisschen befestigt werden. Dafür ist hier unten dran Klett. Da löst sich schon die Schutzfolie. Bevor ich das Ganze aber gleich fest im Bus einbaue, schaue ich mir das nochmal genauer an, wo ich das denn überhaupt genau fixieren muss. Denn wenn das einmal klebt, dann klebt es. Hier unten soll das Ganze bündig mit der Kante abschließen und im unteren Bereich ist es auch ziemlich weit draußen. Deswegen mache ich jetzt einmal die Tür zu und schiebe auch mal vorsichtshalber meine Sitzbank vor und zurück, ob das so wirklich passt. Also das passt, deswegen kann ich hier jetzt einmal die Schutzfolie abziehen. Dann schaue ich einmal, dass das hier oben passt. Nicht, dass ich zu weit vorne bin. Und dann orientiere ich mich jetzt einfach nur hier an der Seite, denn die andere passt dann ja automatisch. Lass das langsam runter und drücke das einmal fest. Ja, und dann hält es auch schon. Und zusätzlich kann ich das Ganze jetzt hier hinten noch miteinander verbinden. Da besorge ich mir noch einen kleinen Spanngurt. Hier oben das Loch ist nicht, um irgendwas zu verstecken, sondern hier direkt dahinter verbirgt sich ja fest verbaut ein 12-Volt-Anschluss. Und wenn die Bank dann wieder vorkommt, ja, dann ist der weg, man kommt total schlecht ran und den kann man sich eben einmal umlegen. Hier oben der Stecker rein, Kabel unten durch und dann habe ich hier eben den Anschluss. Da möchte ich jedoch gleich zwei USB-Anschlüsse haben. Deswegen habe ich das jetzt nicht gleich mitbestellt, sondern mache das dann erst nachträglich. Was ich mir aber als Zubehör noch bestellt habe, ist eine Tischplatte. Die kann ich eben einmal hier drauf bringen und dann kann ich mich hier gemütlich hinsetzen, einen Kaffee trinken, nebenher mein Handy laden oder halt einfach ein paar andere Kleinigkeiten hier ablegen. Und wenn ich den nicht mehr brauche, muss ich den nicht irgendwo im Auto extra verstauen und dass er vielleicht dann auch noch klappert, sondern der passt hier oben perfekt rein und dank der Lasche hier geht der auch ganz einfach raus. An der Rückseite hier ist noch eine Aussparung und die passt genau zu dem Anschluss, wenn ich eben hier mir die Verlängerung geholt habe, denn die steht ein bisschen über und das Ganze soll natürlich trotzdem immer noch passgenau sein. Und so kann ich halt einfach für ein bisschen mehr Ordnung sorgen, gerade wenn wir dann auch am Campingplatz sind, Schuhe aus hier rein und es flockt nicht alles irgendwo im Auto rum. Auch hier unten habe ich noch Platz. Da habe ich jetzt hier mal zum Beispiel noch einen kleinen Handfeger mit Kehrschaufel. Den verlinke ich dir gern unten in der Infobox und der passt hier perfekt hinein. So schaut es bei uns im Auto übrigens aus, wenn ungeplant gefilmt wird. Zur zusätzlichen Befestigung habe ich mir jetzt hier noch so Klettverschlüsse besorgt. Die sind 25 mm breit und 45 cm lang. Ziehe ich das hier einmal durch das Schuhregal, denn da ist ja so ein Schlitz drin.
und dann hier durch die Halterung am Bus selber, dann wieder einmal durch das andere Ende von dem Klett. Und ja, meine ist jetzt eben ein bisschen zu lang, deswegen nochmal zurück durch die Halterung vom Bus und einmal hinten ankletten. So schaut das jetzt aus, einfach nochmal eine zusätzliche Befestigung. Und hier siehst du jetzt, dass hier auch tatsächlich ein paar Schuhe reinpasst. Ich könnte hier jetzt auch noch ein paar Schlappen mit reinschmeißen oder einen höheren Schuh. Unten ist ein bisschen Platz, Tisch ist oben drauf verstaut, super. Das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und demnächst geht es natürlich weiter mit noch mehr Stauraum. Ich zeige dir unsere Packtaschen. Ich freue mich, wenn du auch dann wieder mit dabei bist. Ciao, deine LKS.